Herzlich willkommen zum Lacktausch. Wir befinden uns mal wieder am Trial Mountain mit den Handpicked Fahrzeugen. In meinem Fall mit dem BMW M3. Schönes Auto das, habe ich ja im letzten Video zu dieser Strecke auch schon gesagt. Und wir haben uns auf Platz 5 qualifizieren können, befinden uns in der Fahrerwertungsgruppe D. Und wollen mal sehen, was das Ganze hier ergibt, ob wir uns einigermaßen vom Start weg behaupten können oder ob uns das Hauptfeld verschlingt. In der ersten Kurve, da wird es ja manchmal chaotisch, aber jetzt geht's los. Wir starten also frei weg, der BMW zieht gut an, wunderbar. Wir haben hier, ich glaube, einen Ferrari vor uns. Bei Rot denke ich immer an Ferrari, also das wird schon einigermaßen passen. Und wir reihen uns hier ein. Links geht schon der erste Fahrer zur Attacke gegen uns über, was äußerst unklug ist in dieser Passage. Da sollte man das doch tunlichst vermeiden. Der gelbe Wagen, der da jetzt groß im Rückspiegel ist, attackiert uns hier auch wieder in der Kurve. Er ist sehr, sehr ungeduldig und da bekommt er seinen Platz auch endlich durch uns geliefert. Wir schlagen aber direkt zurück. Er war ein wenig von der Strecke abgekommen und das haben wir genutzt. Und wütend betätigt er die Lichthupe hinter uns, was uns jedoch nicht anficht. Wir bleiben da ganz entspannt. Was möchte er denn bitte? Ich denke, er möchte an uns vorbei, aber das hat sich ja nun mal fürs Erste erledigt. Vielleicht kann er hier die lange Gerade und den Windschatten nutzen, um uns erneut zu attackieren. Wir haben uns jetzt also mittlerweile auf Position 4 vorarbeiten können von Startplatz Nummer 5. Das sieht wunderbar aus, damit können wir ganz zufrieden sein. Und jetzt wollen wir versuchen, diese Position zu behaupten und das heißt in dieser Kurve rechtzeitig anzubremsen, damit wir den Wagen nicht einplanken, wie der Fachmann zu sagen pflegt. Ja, der Kollege im gelben Fahrzeug hat sein persönliches Ghosting genutzt, um durch uns durchzufahren. Wir geben das zurück und fahren ebenfalls durch ihn durch. Also das ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze hier mit dem Ghosting. Er ist jetzt dauergeghostet, da Gran Turismo 7 erkannt zu haben scheint, dass es sich um einen sehr gefährlichen Fahrer handelt. Insofern genau die richtige Maßnahme, machen wir dem auch noch die Bahn frei. Zum Glück war er hier auch geghostet, sonst hätten wir ihn jetzt abgeschossen. Also da muss ich mich natürlich entschuldigen. Da war ich deutlich zu spät an der Bremse. Insofern gut, dass hier das Ghosting gegriffen hat und ich den armen Kollegen nicht von der Strecke geschossen habe. Vor uns haben wir jetzt einen silbernen Mercedes, denke ich. Und der bremst etwas früher an als wir. Es gibt einen ganz leichten Lacktausch, aber nichts, was der Rede wert wäre. Wir reihen uns hier wunderbar ein. Sind jetzt an Position 6, also zwei Plätze abgerutscht seit den letzten Vorkommnissen und versuchen hier die Kurve schön eng zu nehmen, damit wir früh raus beschleunigen können. Das gelingt uns wunderbar, aber was wollen wir denn hier von außen überholen? Das ist so ziemlich aussichtslos in dieser engen Kurve. Da wird man ansonsten gerne in die Leitplanke gedrückt. Wir nehmen uns hier die Innenseite vor, schaffen das, aber er schlägt zurück und überholt uns wieder zurück. Das ist ja ein total schöner Schlagabtausch mit dem Mercedes hier. Alles fair, alles eng, mit harten Bandagen, aber eben auch mit entsprechender Rücksichtnahme dem anderen Fahrer gegenüber. Wir saugen uns jetzt hier bei dem gelben Auto etwas an. Das ist ja unser kleiner Rowdy von der Anfangsphase. Und wir geben ihm sogar einen kleinen Bump, damit er etwas schneller wird. Der kann sich also nochmal schön bei uns bedanken, denke ich. Und jetzt ist er wieder geghostet, weil er ansonsten nämlich einen ziemlich harten Rammversuch gestartet hätte. Der ist ihm aber jetzt gelungen und wir planken den Wagen ein. Ja, also das ist wieder mal einer dieser Fahrer, dessen Handlungsweise schwer nachzuvollziehen ist. Aber egal, wir wischen diesen Gedanken einfach weg. Nehmen das Rennen neu auf, fangen hier von vorne an. Wir haben auch noch Strafsekunden auf der Uhr wegen unseres Leitplankenkontakts.
was natürlich eine ziemlich dumme Regelung ist. Der Kollege, der vor uns lag, der hat keinerlei Strafzeit bekommen, hat uns gerammt und in die Leitplanke gedrückt. Und wir haben jetzt dafür eine Strafzeit aufgebrummt bekommen, die wir jetzt auch schon abgesessen haben. Insofern, ja, stecken wir das einfach mal weg. Jetzt beginnt unser Rennen neu. Wir sind auf Position 8 und sehen zu, dass wir uns hier jetzt wieder vorarbeiten. Das kann auch Spaß machen. Und insofern brauchen wir uns jetzt gar nicht weiter zu ärgern über bestimmte Manöver, bestimmter Fahrer. Vor uns sehen wir schon jemanden, der recht weit von der Strecke abgekommen ist. Insofern kommen wir da jetzt auch entsprechend schnell wieder ran und können die Lücke schließen. Ja, wenn das nicht unser Freund von vorher ist. Na, ich glaube, es ist nur jemand mit dem gleichen Wagen. Zwei Positionen weiter vorne, da findet sich der Übeltäter. Wir versuchen hier das Überholmanöver über die Innenseite und kommen sauber vorbei. Wunderbar, unser Kollege reiht sich hinter uns ein, ohne Mätzchen zu machen. Aber nein, er zieht doch an uns vorbei und gibt uns nochmal einen kleinen Wischer mit. Das war aber auch nicht weiter tragisch, also auch da wollen wir mal beide Augen zudrücken. Kein Problem, halt mit harten Bandagen gekämpft, das ist vollkommen in Ordnung so. Ja, wir finden uns wieder zurück auf Platz 8 und versuchen hier wieder mal nicht übers Ziel hinauszuschießen. Das passiert in dieser Kurve sehr, sehr schnell, aber wir haben es wieder mal vermeiden können. Wahrscheinlich unter Verlust von ein paar Hundertstelsekunden, weil wir dann doch ein bisschen früher angebremst haben. Ei, da war aber gut, dass der Fahrer geghostet war, sonst hätte das hier einen kleinen Unfall gegeben. Den hat es doch ganz schön versetzt und der fährt auch hier wieder durch uns durch. Also das Ghosting spielte in diesem Rennen ein wenig verrückt. Wir haben uns jetzt also auf Position 7 vorarbeiten können, aber an dieser Kurve hier werden wir immer gerne überholt, da wir etwas früher bremsen als die anderen. Wir befinden uns aber jetzt auf der Innenseite, was ganz günstig ist. Uns aber in diesem Fall nichts bringt und so begeben wir uns zurück in Position 8. Da hat jemand eine Strafe abgesessen und wir rutschen wieder einen Platz auf. Und jetzt können wir doch mal endlich anfangen, hier an unserer Position zu arbeiten. Wir starten hier vor dieser gefährlichen Schikane kein Überholmanöver, sondern schubsen lieber den Vordermann ein ganz klein bisschen an, damit wir die Lücke zu den Fahrern noch weiter vorne etwas verringern können. Und fahren jetzt hier auf den Tunnel an. Diese Kurve ist auch verhältnismäßig kompliziert, wie man am Vordermann sieht. Den hat es doch sehr weit rausgetragen. Wir haben hier ganz gut die Linie halten können. Gehen hier jetzt innen rein, aber haben die Kurve nicht ganz eng genug genommen, um hier eine Attacke starten zu können. Jetzt drängen wir uns aber innen durch. Da hat sich nämlich der Vordermann ein bisschen zu spät entschlossen, die Lücke zu schließen. Da waren wir schon längst drin. Dann muss er uns diesen Platz auch lassen. Also wirklich. Ne? Wir wollen hier nicht allzu viele Zwischenfälle erleben bei den Rennen, auch wenn das vielleicht unterhaltsam sein mag bei so einem Video. Aber ich bin dann ja doch eher ein Freund des fairen Fahrens. Wir sind auf Position 6 und schießen hier mit ordentlich Geschwindigkeitsüberschuss an. Können hier die Kurve schön eng nehmen. Der Hintermann wollte uns überholen, ist dabei aber weit übers Ziel hinausgeschossen. Und schon finden wir uns auf Platz 5 wieder. Haben also die Position von vor unserem so fatalen Zwischenfall wieder zurückerobern können innerhalb von ein paar Runden. Da sieht man, es lohnt sich durchaus, hier die Nerven zu bewahren und am Ball zu bleiben. Gut, ich meine, wer weiß, wohin wir hätten vorfahren können. Vielleicht hätten wir auch bis aufs Podium vorfahren können, wenn uns das da nicht widerfahren wäre. Aber sei es wie es ist, eine Platzierung unter den ersten 5 ist immer eine gute Geschichte, egal in welcher Liga. Insofern versuchen wir jetzt diese Position hier auch zu verteidigen und nicht gleich wieder an die Hinterleute abzugeben. Wir haben hier eine lange Gerade und wir sehen ganz weit hinten am Horizont konnten wir vorhin vielleicht noch ganz klein einen anderen Wagen erkennen. Ich habe jetzt allerdings mal einen Schnitt gemacht und wir befinden uns jetzt schon in der letzten Runde
immer noch auf Position 5 liegend. Also da ist jetzt drei Runden lang so ziemlich gar nichts passiert, außer dass wir unsere Position haben festigen und ausbauen können. Da ist aber der Viertplatzierte, den wir jetzt hier im Tunnel attackiert haben. Wir sind gleich auf. Ich lasse ihn wieder vorbeiziehen, um dann hier über die Innenseite zurückzuschlagen. Und das ist doch ganz wunderbar. Da haben wir tatsächlich an ihm vorbeiziehen können und müssen jetzt sehen, dass wir ihn auch wirklich final abhängen können. Dabei dürfen wir aber auf gar keinen Fall überpacen, damit uns hier keine Fehler passieren. Auf die Art gibt man nämlich am ehesten Positionen ab. Mit der Übermotivation, hier alle anderen ausstechen zu wollen, überpaced man, landet irgendwo in der Bande oder muss mitten in der Kurve nochmal korrigieren und bremsen, und schon verliert man massiv an Zeit. Wir haben uns jetzt hier wieder überholen lassen durch den Fünftplatzierten und lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen, sondern nehmen die Kurve schön eng und heften uns an seine Fersen, um hier weiterhin Gefahr auszustrahlen und ihn vielleicht auch ein bisschen nervös zu machen. Das hilft ja immer wieder mal. Wir kommen hier auf die letzten Meter der Strecke und haben nicht mehr viel Zeit, hier was zu bewirken. Also im Grunde ist die Geschichte jetzt abgefrühstückt. Da wird nichts mehr passieren. Wir sind zu weit weg, um vor der letzten Kombination hier noch einen Angriff zu wagen. Er hat die Kurve auf Sicherheit genommen, sehr vernünftig von ihm. Allerdings muss er jetzt eine Strafe absitzen und das spielt uns natürlich in die Karten. Wir sind zurück auf Platz 4, da fragt man sich auch, warum man sich da diesen Zweikampf liefern musste, wenn er doch wusste, dass er eine Zeitstrafe hat. Aber gut, vielleicht dachte er auch, er könnte die Zeit vor mir wieder rausfahren. Ist ihm nicht gelungen. Wir sind zufrieden, wie ihr seht. Also ich zumindest für meinen Teil. Und ja, das ist doch gut. Am Ende sind wir sogar vor dem Tarassimo gelandet. Das war, glaube ich, der Übeltäter, der uns da weggedrückt hatte und für unseren Unfall gesorgt hat. Demzufolge haben wir leider auch kein Clean Race fahren können. Aber mein Gott, es gibt Wichtigeres im Leben. Wir sind Vierter geworden. Das ist ein Grund zu feiern. Damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss.